So gut wie immer beim Kauf einer gebrauchten Immobilie wird ein Gewährleistungsausschluss vereinbart. Ein solcher Gewährleistungsausschluss gilt nicht für ausdrücklich zugesicherte Eigenschaften oder arglistig verschwiegene Mängel. Doch wann ist eigentlich von einem arglistig verschwiegenen Mangel auszugehen? Dieser Frage gehe ich in meinem neuen Video nach. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger. Ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, nimm dir jetzt kurz die Zeit, klick auf Abonnieren und klick auf die kleine Glocke, um sicherzustellen, dass du keine weiteren Videos verpasst. In fast allen Verträgen ist die Gewährleistung für Sachmängel ausgeschlossen. Zumindest in Verträgen, wo es um gebrauchte Immobilien geht, die von Privatpersonen verkauft werden. Das ist auch gut so, weil als Verkäufer einer gebrauchten Wohnung will man natürlich nicht im Nachhinein mit irgendwelchen Mängelansprüchen, Reparaturansprüchen des Käufers konfrontiert werden. Daher hat natürlich der Verkäufer ein gerechtfertigtes Interesse, Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln auszuschließen. Dieser Gewährleistungsausschluss gilt allerdings nie für ausdrücklich zugesicherte Eigenschaften oder für arglistig verschwiegene Mängel. Und in diesem Video wollen wir der Frage nachgehen, wann diese Fälle eigentlich zutreffen. Gehen wir zuerst vielleicht zur ausdrücklich zugesicherten Eigenschaft. Eine ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft wäre eine Eigenschaft der verkauften Sache, also der Immobilie, auf die ich besonderen Wert lege, auf die ich als Verkäufer auch zusichere, ausdrücklich zusichere, das heißt also nicht bloß implizit, also ich kann davon ausgehen, dass ich in einer Wohnung wohnen darf, sondern ausdrücklich wäre zum Beispiel, diese Wohnung hat 47 Quadratmeter. Damit sage ich ausdrücklich zu, dass die Wohnung 47 Quadratmeter hat. Ich garantiere damit diese Fläche. Daher sollte man mit solchen Zusagen auch besonders vorsichtig sein. Weitere Zusagen, die man oft sieht, ist bei Baugrundstücken zum Beispiel die Bebaubarkeit oder die aufrechte Widmung. Bei der aufrechten Widmung kann man das leicht überprüfen, weil die Flächenwidmungspläne öffentlich einsehbar sind und man kann sich auch von der Gemeinde eine entsprechende Bestätigung geben lassen. Bei der Bebaubarkeit hingegen ist das Risiko schon viel größer, weil nur weil die Nachbargrundstücke bebaut wurden, heißt das nicht, dass mein Grundstück auch de facto bebaubar ist. Deshalb sollte man mit ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften auch besonders vorsichtig sein. Doch wann ist eigentlich von einem arglistig verschwiegenen Mangel auszugehen? Also das Gesetz spricht von Arglist einerseits bei der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder bei der Unterdrückung wahrer Tatsachen. Die Unterdrückung wahrer Tatsachen ist natürlich dann besonders verwerflich, wenn ich erkennen kann und erkennen muss, dass der Käufer ein besonderes Interesse an dieser Information hat. Der Verkäufer muss zum Beispiel erkennen, dass beim Verkauf einer Seeliegenschaft der Käufer ein besonderes Interesse am Seezugang hat. Daher hätte der Verkäufer in diesem Fall auch darüber aufklären müssen, dass der Eigentümer des Sees den Zugang zum See verweigert. In einem anderen Fall ging es um ein Holzhaus, das von einem Holzschwamm befallen war. Auch hier hat das Gericht angenommen, dass der Verkäufer darüber aufklären muss. Eine andere Sache wäre beispielsweise auch, wenn ich eine Anlegerwohnung als Anlegerwohnung ausdrücklich verkaufe, dann muss ich auch über die Anwendbarkeit des Mietrechtsgesetzes aufklären, weil natürlich die Anwendbarkeit des Mietrechtsgesetzes Auswirkungen haben kann auf den Mietzins, den ich verlangen kann. In der Praxis geht es sehr häufig um irgendwelche Schimmelschäden, um feuchte Mauern. Die werden dann gerne oberflächlich übermalt oder sogar, habe ich auch schon erlebt, mit Vorsatzschalen verdeckt. Neu gestrichen. Die Wand schaut dann aus wie neu und dahinter ist aber alles feucht. In solchen Fällen ist es relativ leicht zu beweisen als Käufer, dass man arglistig getäuscht wurde. Es kommt meistens so raus, dass die Hausverwaltung über Feuchtigkeitsschäden schon Bescheid weiß und bei der ersten Beschwerde des neuen Eigentümers sagt, ja, damit haben wir mit dem Voreigentümer schon viele Probleme gehabt. Und so ist es relativ leicht möglich, ob man es glaubt oder nicht, in der Praxis zu beweisen, dass ein Mangel arglistig verschwiegen wurde.
Die Konsequenz ist immer dann, wenn eine List, ein arglistiges Verschweigen oder eine falsche Zusage dazu geführt haben, dass ich einen Vertrag abschließe, also diese falsche Angabe kausal für den Vertragsabschluss war, kann dieser Vertrag angefochten werden. Also er kann entweder aufgehoben werden, das bedeutet, ich gebe die Wohnung zurück und bekomme aber das Geld zurück, oder er kann angefochten werden, zum Beispiel im Rahmen einer Preisanpassung. Wenn ich sage, ja, hätte ich wirklich gewusst, dass dieses Haus tatsächlich keinen Seezugang hat, dann hätte ich nur weniger dafür bezahlt, das ist auch weniger wert für mich und ich kann die Anpassung des Vertrages verlangen. Gerade bei ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften muss man daher als Verkäufer besonders auf der Hut sein. Als Verkäufer rentiert es sich auch, besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass die Gewährleistung zumindest für Sachmängel im Vertrag sauber ausgeschlossen wird. Sauber heißt explizit, dass drinnen steht, die Gewährleistung für Sachmängel wird ausgeschlossen. Je klarer die Formulierung, je fairer ist es. Der Käufer weiß, woran er ist. Der Verkäufer kann sich darauf verlassen, dass er mit allfälligen Mängeln in der Zukunft nichts mehr zu tun hat. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist für den Verkäufer, auch im Sinne der Fairness natürlich, sämtliche bekannten, aber nicht offensichtlichen Mängel offenzulegen. Das ist im eigenen Interesse, weil alles, was offengelegt wurde und explizit, also auch nachweislich, ich empfehle immer die Schriftform, das schließt jede Gewährleistung natürlich aus. Gerade im Zusammenhang mit dem Kauf gebrauchter Immobilien, bebauter Baugrundstücke, aber auch unbebauter Baugrundstücke gibt es immer wieder spannende Praxisfragen rund um das Thema Gewährleistung. Wenn ihr spezielle Fragen habt, schreibt mir gerne eine Nachricht oder kommentiert dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert meinen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Dan.